Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und dem allerersten Part Let's Play Forza Horizon 2. Ja, ich habe hier schon ein paar Spielstunden, wie ja schon ein paar Zuschauer wahrscheinlich wissen, bei einem Kumpel gezockt und ja, jetzt fangen wir unser Abenteuer hier im europäischen Süden an, in Frankreich bzw. Italien. Da spielt ja Forza Horizon 2. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten jetzt rein in unser Abenteuer. Ich bin schon sehr gespannt. Ach ja, apropos, liebe Leute, unten links seht ihr schon, willkommen Mr. Easy Racer 1. Also, wenn ihr mir jetzt eine Freundschaftsanfrage schicken wollt, hier bei Xbox Live, ich heiße Mr. Easy Racer 1, Mr. Easy Racer gab es leider schon. Und ja, deswegen Mr. Easy Racer 1, steht aber alles auch nochmal in der Videobeschreibung. So, Forza-Belohnungen. Willkommen bei Forza Horizon 2. Wenn Sie bereits frühere Forza-Spiele gespielt haben, schauen Sie in der Nachrichtenzentrale nach Geschenken, die auf Ihrer Forza-Belohnungsstufe basieren. Ja, ich habe ja noch Forza Motorsport 5, wenn man ein Unboxing von der Xbox One gesehen hat, hat das ja sicherlich auch mitgekriegt, nur ich habe das bis jetzt noch nicht gespielt. Habe eigentlich nur jetzt die Xbox One soweit aufgesetzt und ja, Forza Horizon 2 sofort eingelegt. Musste es natürlich installieren und dann noch, keine Ahnung, 3,2 GB Updates runterladen. Also, ich denke mal, ja, das wird alles noch kommen. So, Untertitel machen wir mal ein. Die Helligkeit passt eigentlich wunderbar. Und ja, bitte bestraft mich jetzt nicht oder hatet mich in den Kommentaren, wenn ich jetzt irgendwas noch nicht so hinbringe. Wie gesagt, Xbox ist bei mir komplett alles neu. Meine erste Xbox und so weiter und deswegen, ja, straft mich da nicht ab. So, wir haben hier, okay, Handbremse hier, freies Umsehen hier, Lenkung, Bremse, Gas, also das ist alles ganz normal. Vielleicht stellen wir da nochmal ein bisschen was um. Vielleicht. Aber ich muss mal gucken, ich habe auch vor, vielleicht mit manueller Schaltung zu fahren. Und ja, werde aber auch in der Third Person fahren, nicht First Person. Und ja, dann gucken wir mal, wie das jetzt hier so ausschaut, wie ich mich da vor allem ins Handling und so wieder einfinde, ist ja immer sehr, sehr autotypisch oder auch jedes Auto ist da verschieden, aber ich denke mal, werden wir schon hinbringen, ne? Das ist ja nicht gerade unser erstes Rennspiel und ich kann ja schon so ein bisschen fahren in dem Spiel, das ist ja nicht so das große Problem und ja, bin schon gespannt, wie die Folge bei euch ankommen wird und ja, jetzt glaube ich, starten wir mal direkt rein, oder? Gucken uns den Trailer an. Listen closely to the sound of my voice. With every word and every number, you move faster and faster. On the count of 10, you will be in Horizon. I say, 1. Your pulse begins to quicken. 2. Your friends rattle in the back seat. 3. You're moving faster and faster, the ocean roaring beside you. 4. Your thoughts begin to wash away in a cloud of wind and dust. 5. Colored lights flurry in the distance. 6. The lights shudder. Everything lost in a thin blue haze. 7. You hurtle faster and faster into infinity. 8. The crowd thunders. 9. You cross into a larger, more colorful world. On the count of 10, everything you've ever known fades away. You will be in Horizon. Jawohl, und damit starten wir in unser Abenteuer, in, ja, den Sommer im Winter, so sage ich es jetzt einfach mal. Die PR für das Horizon Festival hat sich total ausgezahlt. Beim Hafen werden viele Leute sein, um die Autos zu bewundern. Also, rase nicht von der Fähre runter. Ich denke, das kriegen wir hin, liebe Leute, oder? Erstmal eine richtig geile Karre. Wir fahren
fahren ins Landesinnere und treffen uns heute Abend beim Festival. So, ich hoffe, er hört jetzt mal auf zu labern. Wir sind ja fürs Fahren hier, oder? Nur 5 Minuten um. Aber du willst doch sicherlich nicht als Letzter ankommen, oder? Bevor wir starten, möchte ich euch danken, dass ihr mir helft, die Autos zum Horizon zu schaffen. Glaubt mir, das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Das wird der Sommer unseres Lebens. Jawohl, so ist das. So, fahren Sie den Huracan zum Festival. Ja, das ist ja gar kein Ding, gar kein Thema für uns. Und ja, ich muss mich natürlich auch ein bisschen dran gewöhnen jetzt hier. Boah, wow. Direkt mal hier super quersemmeln das Ding. Und ja, jetzt wollte ich noch mal ganz kurz gucken. Und zwar wollte ich mal die Einstellungen hier treffen. Und zwar, ich muss, ja, ich denke, ihr wisst warum, hier mal das Radio ein bisschen leiser stellen. Ich denke, wie gesagt, ihr wisst warum. Und jetzt will ich mal sagen... Standardmäßig aktiviert. Wenn Sie sie deaktivieren, fallen Ihre Gewinne höher aus. Aber die Steuerung Ihres Autos wird schwieriger. Alles klar. Wir machen ABS machen wir an. Lenkung lassen wir auch mal normal. Traktionskontrolle aus. Stabilitätskontrolle natürlich auch aus. Ideallinie machen wir mal aus. Schaden und Reifenabnutzung machen wir mal Simulation. Mit aktiviertem Simulationsschaden kann Ihr Auto zu schwer beschädigt werden, um zu fahren. Wenn das passiert, können Sie von der Karte mit der Schnellreise zum Horizon Fuhrpark gelangen. Und ja, ich lasse jetzt erstmal die Schaltung noch auf Automatik. Und sonst würde ich sagen, 3 Watt lassen wir jetzt auch erstmal durchschnittlich. Vielleicht, ja, gehen wir noch auf sehr erfahren bzw. Profi hoch. Das müssen wir erstmal gucken. Aber ich denke, so können wir das jetzt erstmal lassen. Und ja, dann fahren wir mal weiter. So, RB, um die Kamera zu wechseln. Okay, ja, von innen schaut es natürlich auch richtig geil aus. Also wie gesagt, muss mich jetzt auch natürlich hier ein bisschen an den... Wow, an den Xbox-Controller gewöhnen. Alter! So, hier kann ich dann auch zurückspulen. Und kann dann sagen, hier fortsetzen. Okay, alles klar. So. Ja, wie Alter, der muss mir auch immer in die Kiste fahren, oder? Und ja, wie gesagt, ich bin schon sehr gespannt, wie das Projekt hier bei euch ankommen wird. Ihr habt es ja gewotet. Gran Turismo 6 wird auf jeden Fall auch noch in gewisser Form kommen, das ganz eindeutig, ganz klar. Und boah, alter Schwede, hier geht's direkt mal hier richtig zur Sache. Das mit Schaden ist, wird echt spannend, ob ich das hier so durchziehe. Boah, shit. Wie gesagt, ich bin ja einer, der gerne viel mitnimmt. Ihr seht es schon. Und ja. Jetzt irgendwie, ich glaube, ich habe mir ein bisschen was kaputt gemacht gerade. Und mein Auto sieht auch schon relativ kaputt aus. Also das mit dem Heile an hinbringen, das wird schon mal nix. Das kann ich, so viel kann ich schon mal verraten. Ja, so ein bisschen hinten angeeckt, das ist doch jetzt nichts Schlimmes, oder? Hätte ich jetzt mal gesagt. Hey, hier ist Ben. Wie ist das Auto so? Soweit ich weiß, bist du einer der ersten in Europa, die dieses Ding steuern. Es gibt viele Menschen auf dem Festival, die darauf warten, es zu sehen. Also schaffe es in einem Stück dorthin, ja? Ja, ja, das bin ich ja schon dabei. Es wird nicht so einfach. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Komm, Viper, geh mal aus dem Weg, Mensch. So, SLS AMG ist hier auch am Start. Boah, uiuiui. Ich habe gedacht, der wird jetzt von Haus aus ein bisschen mehr quer gehen. Hoppa. Boah, hier richtig im Autopulk. Alter, wenn der... Was war denn das gerade für ein Teil? Das mich übelst angeschoben hat. So, hier Pagan Huayra am Start. Oder Huayra, wie auch immer man den genau nennt. Weiß ich nach wie vor nicht. Das ist ja ein großes Mysterium, wie man den da genau nennt. Hier LaFerrari. Kennt ihr ja bereits aus dem The Crew Let's Play. C7. C7 kennt ihr ja aus... Mann. Die C7 kennt ihr ja aus Gran Turismo 6 schon. So, ich biege direkt mal ein bisschen weiter. Ich schaff das nicht.
da so vorbeizukommen, oder? Schaffe ich nicht. So. Und halt hier ein bisschen weiter ausholen. Uah, und dann schön in die Wiese. Hoppa, aber wieder auf die Straße. So gehört sich das. Und auch ein Nissan GT-R ist hier am Start. So. Und hier ein bisschen abkürzen. Und es wird langsam Nacht. Base Arena, live wow. Horizon Festival, wo die Autos gerade einfahren, die Party begonnen hat und alle Hände in der Luft sind. Na los, kommt alle her. In 100 Metern nach rechts abbiegen. Wow, alter Schwede, der geht weit raus. So, Nitro oder so haben wir hier jetzt nicht. Hier haben wir noch ganz normal Gasbremse, beziehungsweise Gas und Tuning halt. Oh, der... Oh, shit. Der Huracan sieht schon etwas mitgenommen aus. Aber egal. Egal. So, Erfolg freigeschaltet. Willkommen bei Horizon Europa. Auf jeden Fall geile Schlitten. Ich würde da direkt jetzt einen nehmen. Hey, du hast es geschafft. Also, was meinst du? Perfekte Mischung aus Musik und Maschinen, stimmt? Es hat wirklich lange gedauert, was? Aber es hat sich gelohnt. Morgen früh bekommt ihr neue Autos und dann geht's los auf unserer ersten Autotour. Aber heute, willkommen beim Horizon! Auf jeden Fall, die Stimmung passt, die Autos passen. Ist doch alles Wichtige da, oder? Und die Frauen sind auch am Start, ihr wisst Bescheid, liebe Leute. Nee, also, gucken wir mal. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich freue mich richtig hardcore auf dieses Spiel. Unglaublich. Und ich finde es auch richtig geil, dass ihr es gewählt habt. So. Danke für deine Hilfe gestern. Man kann ja nicht alle Autos auf einmal fahren, stimmt's? Du hast mir einen Gefallen getan. Jetzt tue ich dir einen. Du brauchst ein Auto, um durch die Horizon-Vorläufe zu kommen. Such dir von diesen eins aus. Ja, ist ja kein Problem. Also so ein Huracan, den fahre ich dir gerne wieder irgendwo hin. Da kannst du jederzeit kommen. Kannst mich auch um 3 Uhr nachts aufwecken. Ich glaube, da würde ich wieder bei dir auf der Matte stehen. Das ist gar kein Ding. So, jetzt können wir uns hier ein Auto aussuchen. Der erste ist schon mal wieder richtig geil. BMW Z4 S-Drive vor allem. 35 IS. Also S-Drive heißt Heckantrieb. Kein Allradantrieb. Dann Chevrolet Camaro SS Coupé. Und ein Toyota Supra. Der Supra ist natürlich auch richtig geil. Aber ich glaube, ich stehe zu richtig deutscher Edelmarke bzw. richtig deutsche Wertarbeit. Und dann nehmen wir den Z4. So, da muss ich jetzt nochmal auf Auto wählen klicken. Dann machen wir das. Der Z4, sehr schön. Ja, ich hoffe, dass es die richtige Wahl ist. Schauen wir mal. Symbole wie dieses hier stehen für die wichtigen Orte und Veranstaltungen auf dem Festival. Der Horizon-Vorlauf ist eine gute Gelegenheit für dich, ein neues Auto Probe zu fahren. Leg jetzt deine Strecke dorthin fest. Okay, müssen wir wahrscheinlich hier so eine Strecke so hin machen. Zack. Alles klar. Genau. Wir sehen uns dort. Alles klar. Dann machen wir das doch mal so. Eins hab ich noch vergessen. In all unseren Autos sind die 3 Radiosender des Festivals schon voreingestellt. Horizon Base Arena, Horizon Access und Horizon Pulse. Alles klar. Nehmen Sie an den Vorläufen teil. Und erstmal würde ich sagen, machen wir mal einen Soundcheck, oder? Hier war die Handbremse, ne? Ja, geht auf jeden Fall klar, das Teil. Z4 geht immer klar. Auf jeden Fall. Wir organisieren ein Rennen für dich und deine Freunde auf dem Festival. Du musst so schnell wie möglich an diesen Blitzern vorbeifahren. Versuch's mal. Alles klar. Jo, das war jetzt wahrscheinlich noch relativ langsam. So oft versuchen, wie du willst. Versuche herauszuholen, was möglich ist. Wer sagt das? Wir fahren geradeaus. Denn das ist ja alles möglich bei Forza Horizon 2. Da kannst du rumfahren, wie du willst. Oh, 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 da ist eine Wand. Das ist nicht so gut.
Ich glaube, wir spulen da noch ein bisschen mehr zurück. Und versuchen hier, ja, auf die Straße zu kommen. Boah, Alter. Also ich muss mich erstmal wieder ein bisschen hier an das Bremsen und so weiter gewöhnen. Also... Alter Schwede. Das ist wirklich nicht so einfach und ich will nochmal kurz die Einstellungen... Nein. Tätigen. Ich will doch nochmal, dass die Musik nochmal eins leiser machen. So, speichern und fortfahren. So, dann passt das, glaube ich. So. Um dich für ein Rennen zu melden, musst du nur zur Markierung vorfahren und deine Meldung bestätigen. So, dann schauen wir mal. Z4 und so, wie wir uns jetzt mal schlagen. So, Sprintrennen, Horizon-Vorläufe. Rennziel unter die ersten drei. Beim Horizon gibt es keine KI-Fahrer. Deine Gegner hier sind die Drivatare von echten Leuten, die genauso fahren wie sie. Manche sind deine Freunde. Wenn du sie schlägst, erzähl ihnen auf jeden Fall beim nächsten Treffen davon. Bist du bereit, die neuen Reifen auszuprobieren? Kommst du unter die ersten drei, gibt es ein Festivalarmband. Dein Ticket für die Autotour. Also, gib Gas! Das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen mit Gib Gas. Also schon richtig geile Karren hier am Start. Zum Beispiel F-Type Jaguar links von uns. Vorne, das ist glaube ich ein Mercedes Benz SLK. Wahrscheinlich auch ein, irgendwie ein AMG. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, jetzt müssen wir ein bisschen voran marschieren jetzt. So, kommen unter die ersten drei. Sechster sind wir schon mal. So, hier muss man doch gar nicht bremsen. Alter, der Z4, der geht gut quer. Der geht richtig gut quer. Ihr seht, der ist, den kann man super quer schmeißen. Ah, das macht so viel Spaß. Aber ich muss halt auch nach vorne kommen. Das Querschmeißen hilft mir nichts. So, TTRS hier links von uns. Ah, bayerische Perfektionsarbeit hier. Auf dem Vormarsch. Und jetzt gucken wir mal, dass wir die Briten auch ausstechen. So schaut es nämlich aus. Das war nämlich gerade der Jaguar. So. Ersten drei. Was für ersten drei, Mann? Wir werden Erster. Oh. Ah, was für ein geiler Drift. Ah, das liebe ich an dem Spiel so. Boah, der war ein bisschen zu weit. Der war ein bisschen zu weit, das gebe ich zu. Ah, wir müssen mal gucken, dass wir nach vorne bleiben, weil ich würde das Ding schon gern gewinnen. So, da vorne haben wir noch einen Kontrollpunkt. Oh shit. Haben wir zum Glück noch erwischt, nehmen die Mülltonne mit. So, und dann passt das. Da vorne ist dann das Ziel. Sind relativ gut vorne. Also sollte das passen. Dann verdienen wir unser erstes Armband. So, wer kommt da nochmal? Sehe ich jetzt gerade gar nicht auf die Entfernung. Leider nicht, aber haben wir geschafft. Erster geworden, ohne große Probleme. So gehört sich das. Naja, er weiß schon, warum er mich halt den Huracan fahren lassen hat, ne? So. Ah, da war auch noch ein Z4 dabei. Und wieder ein Erfolg freigeschaltet. Gelbes Armband. Sehr nice. So, und ich glaube, die erste Folge, so Jubiläumsfolge, machen wir mal ein bisschen länger, habe ich mir gedacht. So, auf dem ersten Platz verbrachte Zeit, 50 Sekunden. Ja, Forza Horizon 2, Storm Island gibt es ja auch noch, das DLC. Aber ich glaube, wir befassen uns erstmal mit dem ganz normalen Spiel, ne? Das sollte, denke ich, erstmal reichen. Wir waren seit morgen viel im Bett und deswegen fühle ich mich jetzt so. Apropos morgen, das war eine Nacht, was? Es geht doch nichts über eine schöne Autotour mit Freunden. Also, wie wäre es, wenn wir mit den Autos ein bisschen die Küste runterfahren? Das ist kein Rennen. Zumindest nicht, bis wir angekommen sind. Achtet lieber auf die Straße. Sieht nach Regen aus. Eins musst du wissen über das Horizon. Eine gute Show zu liefern, macht genauso zufrieden wie ein Sieg. Thank you.
So, dann würde ich sagen, Autotour nach Castelletto. Machen wir das doch nochmal fix, oder? Also, hier, Z4 ist auch am Start. So, Straßenentdeckung haben wir, okay. 14 von 315. Ja, begeben wir uns mal darunter nach Castelletto. Ich bin nur noch so gewohnt, so spät auf der Bremse zu sein. Ach, dumm gelaufen. Fuck, das war falsch. So. Unterbrechen deine Fähigkeitenkette. Je länger du die Kette fortführst, desto besser. Aber wenn du einen Unfall baust, verlierst du alles. Ja, so ist das. Und ich habe schon wieder einen Unfall gebaut. Muss mal gucken, ob jetzt vielleicht auch dann der Fotomodus freigeschaltet ist. Um dann, wir müssen hier Offroad, okay. Boah, Heuwein, ich weiß nicht, ob man die kaputt fahren kann, da bin ich mir nicht sicher. Ob wir da noch ein schönes Bild vielleicht von einem reparierten und nicht dreckigen Z4 auf die Linse kriegen. Das wäre vielleicht nochmal was. Weil jetzt schaut er ein bisschen dreckig und lidiert aus. Ist ja nicht so toll. So. Uah. Sie haben einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Damit können Sie einen Bonus freischalten. Das hier ist der Bonusbildschirm. Hier können Sie mit Ihren Fähigkeitspunkten einen Bonus kaufen. Mit dem ersten Bonus erhalten Sie EP für die Fähigkeiten, die Sie in der freien Fahrt online zeigen. Alles klar. Da wir ja hier einen Punkt jetzt haben, setzen wir den doch hier mal direkt rein. Nach dem Zack. Kauf bleibt der Bonus immer aktiv. Wenn Sie Boni kaufen, haben Sie außerdem beim nächsten Mal, wenn Sie sich einen Fähigkeitenpunkt verdienen, neue zur Auswahl. Okay, alles klar. Dann haben wir, was haben wir hier noch? Sie verdienen 25% mehr Credits, wenn Sie einen Driver-Tar in einem Duellrennen schlagen. Okay, 25 mehr Credits durch das Herunterladen von Tuning und Lackierungen. Windschattenfähigkeiten, saubere Serie, sauberer Start und Drift und E-Drift. Das wäre natürlich mal, ja, das Richtige für uns, ne? So, Drift und so sind wir immer ganz vorne mit dabei. Oh, es hört sich wirklich nach Regen an. So ist das. Oh, hier ein schöner Ruf. Porsche ist es ja nicht. Die Lizenzen liegen ja leider bei EA. Alter, ich muss das jetzt echt lernen, mal solche harten Kurven wirklich viel mit der Bremse zu nehmen. Da muss ich mich wirklich mal dran gewöhnen. Dass das mal nicht geht, so von hier mit nix. Oder direkt so auf die Bremse kurz nur und dann Sack rumschmeißen. Da merkt man doch, dass das ein bisschen simulationslastiger ist als The Crew zum Beispiel. Oh, und jetzt wird es natürlich schwierig auf rutschigem Untergrund. Da kommt der Z4 mit seinen 306 PS auf der Hinterachse natürlich. Kommt der natürlich richtig gut quer immer. Oh shit. Aber Drift ist trotzdem nicht so einfach hier immer. So, aber schaut richtig Hammer aus. Also die Grafik ist einfach richtig geil. Kann man wirklich nichts gegen sagen. So, ich habe mir leider schon meine hintere rechte Lampe deformiert. Das ist nicht so toll. So, und rum. Oh, das war zu viel. Das war zu viel des Guten. Bisschen too much. So. Aber ist ja nicht so schlimm, ne? Wir haben den ja noch gut abgefangen. Ja, oh, kein Problem. Renault Turbo hier. Rechts von uns war das. Aber wir müssen schon geradeaus weiter. Sorry. So, hier alte Corvette C1. Nice. Ganz nices Teil. Und jetzt, Alter, jetzt kommt auch noch die Sonne raus. Richtig Hammer. Hammer. Hier fette. Ich verwechsel die immer. Ist C-Klasse. Nein, das ist nicht C-Klasse. Alter, jetzt blamiere ich mich gerade. Was ist das? Fette, ne, E-Klasse ist das, gell? Bei Benz, das ist immer... Das war für mich von Anfang an so ein Mysterium, diese ganzen... Alter! So, jetzt können wir doch theoretisch... Jetzt können wir mal direkt gucken. Fotomodus. So.
Sehen wir das nicht hier? Ja, ist eine E-Klasse. So, ist jetzt natürlich, was ist, wenn ich jetzt hier mache? Ah, okay. Nein. Ja, ist natürlich blöd, ne? Dass da unsere Karre so deformiert ist, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Mein Gott, E-Klasse gibt doch Stoff. So, ja, wie gesagt, müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt noch 1,5 Kilometer vor uns. Dass wir, wenn wir dann irgendwie vielleicht unser Auto reparieren können. Jo, wenn wir unser Auto reparieren können, dass wir dann ein Foto schießen. So, jawohl. Schmeiß ihn rum. Uah, hier runter muss ich. So, gefahrene Straßen 5 von 315. So. Und direkt die Laterne mitgenommen. Aber das schaut doch mal grafisch hammermäßig aus, oder? Hier so die Pfützen in der Stadt, wie die noch stehen. Die Sonne scheint. Oh, KTM Expo ist ja auch am Start. Aber wenn es regnet, ist das blöd. So, leicht deformiert. Willkommen bei Castelletto. Erfolg freigeschaltet, Wanderlust. Hey, Ashley, wusste ich, dass du heute hier bist. Ja, im Regen sind ein paar geschleudert. Ich habe viel zu tun. Hey, Leute, das ist Ashley. Sie ist verantwortlich für den Fuhrpark beim Horizon. Hey, Leute, wenn ihr irgendwas braucht, Tuning, Lackierung, Upgrades, Teile, was auch immer, kommt zu mir, ich kann euch helfen. Okay, hierher zu kommen hat Spaß gemacht. Aber jetzt wird es dann richtig ernst. Ich will wissen, wer der beste Fahrer ist. Bist nicht du der beste Fahrer, Ben? Die sollten gegen dich fahren, komm schon. Dafür habe ich sie bezahlt. Okay, wir haben in der Gegend eine Menge Veranstaltungen angesetzt. Beim Horizon gibt es mehr als 168 verschiedene Meisterschaften mit fast 700 Veranstaltungen. Du kannst an allen teilnehmen, während du hier bist. An jedem Ort gibt es eine Meisterschaft, nach der die Autotour zu ihrem nächsten Ziel aufbricht. Die Meisterschaft, an der du teilnimmst, hängt von deinem aktuellen Fahrzeug ab. Du fährst den Z4, also habe ich dich für die Sportsmeisterschaft in Castelletto gemeldet. Das ist eine Meisterschaft über 3 Rennen. Such dir aus, mit welchem du anfangen willst. Alles klar, das hört sich doch mal ganz gut an. Da würde ich sagen, machen wir hier mal einen Wegpunkt. Und ja, dann gehen wir zurück. So, Alter. Der Park hat jetzt offen, wenn Sie Ihr Auto aufrüsten oder neu lackieren möchten. So, ich will mal schnell hier rüber. So, wir parken mal ganz kurz hier. Und dann mache ich nochmal ein Foto für ein gutes Thumbnail. Und ja, dann würde ich auch sagen, Hammer's für die Folge. Jawohl, so schaut das doch mal richtig nice aus. Kann ich irgendwie so weiter runter gehen? Geht nicht, ne? Aber ich finde, so schaut das doch schon mal nicht schlecht aus, oder? Abbrechen. So, zack, Foto wird entwickelt. So, das ist doch Wunderbärchen. Und nein, speichern will ich das nicht. Und deswegen, liebe Leute, würde ich sagen, wenn euch das erste Video zu Forza Horizon 2 gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, abonnieren, kommentieren ist auch sehr erwünscht. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, servus.